Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Final Fantasy. Im letzten Teil sind ja doch sehr einige aufregende Sachen passiert, wo wir ganz viele Fragen hatten, wo wir überhaupt sind, was passiert ist. Wir haben Verluste erlitten, wir haben neue Kräfte entwickelt, wir haben gekämpft, wir haben Tode erlebt und alles Mögliche und wir gehen zurück ins Versteck und schauen einfach mal, was da passiert ist, weil es wurde ja tatsächlich überrannt und zerstört. Ich bin gespannt, was wir jetzt hier erleben. Vor 5 Jahren haben wir das, was für viele ein Symbol der Hoffnung war, ohne ersichtlichen Grund zerstört. Sie können nicht anders, als uns dafür zu verurteilen. Obwohl wir all das für ihre Zukunft tun, sehen sie nur, dass wir ihnen das Leben erschwert haben. Doch das Leid muss an der Quelle erstickt werden. Manchmal frage ich mich, ob wir das Richtige tun. Als Sid von einer Welt gesprochen hat, in der wir unsere Zukunft bestimmen, war ihm egal, ob es richtig oder falsch ist, was wir tun. Solange wir frei sind. Ich vermisse ihn. Eine Welt, in der wir alle gleich sind. Das hat er gewollt. Und wir auch. Darum trage ich seinen Namen. Darum haben wir alle sein Erbe angetreten. Und nichts und niemand wird uns dabei aufhalten. Wir sind da, ihr Turteltäubchen. Endlich zu Hause. Sids Versteck. Ah, nicht zu unserem, sondern Sids Versteck. Lol. Eine neue Heimat. Otto wollte mit dir reden. Geh besser zu ihm. Immer was zu tun. Soweit ich weiß, ist Otto in der Messe. So wie immer. Aber schön sieht es hier aus. Ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne. Ein sehr, sehr schönes Versteck. So mitten auf dem Wasser. Aber warum sagen alle, wir sind Sid? Das verstehe ich noch nicht. Warum sagen die das alle? Otto wird wissen wollen, was in Kostnice passiert ist. Ich glaube, erst in der Messe. Warum sagen alle, wir sind Sid? Nochmal! Ich habe schon Schulkinder gesehen. Wir sind Clive und nicht Sid. Das verstehe ich noch nicht. Das Rätselslösung müssen wir noch rausfinden. Das ist mir wirklich noch tatsächlich sehr, sehr schleierhaft. Also, dass wir uns als ihn ausgeben, ja, aber ich dachte, die hier im Dings wissen, wie wir aussehen. Also, wie Sid aussieht. Hey, das ist ja Sid. Bleibst du diesmal länger? Ich bin sehr verwirrt. Clive, ist alles in Ordnung? Hä? Warum weiß sie, dass wir Clive sind? Lol. Aber wir gucken uns erstmal, bevor es hier weitergeht, erstmal die neuen Sachen hier an. Wir können neue Sachen schmieden. Hier können wir neue Kämpfe austragen. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Hier. Wie kann ich helfen? Über die neue Schmiede. Ist gar nicht mal schlecht hier. Würde ich sagen, ich habe einen guten Hammer, einen guten Amboss und einen Lehrling, der meine mitunter ziemlich miese Laune erträgt. Oh, und der Ofen ist auch in Ordnung, dank dem alten Blasebalg von Sid. Nur die Götter wissen, wie ich dieses Essen hier ohne den heiße. Lalalala, okay. Mhm. Gut, zur Schmiede bitte. Was willst du?
Ach, das ist ein... Das ist eine Waffe. Ach so, aber haben wir die nicht? Ich dachte, wir hätten sie gehabt. Lol. Aber wir können sie tatsächlich herstellen. Ja. Pass gut drauf auf, ja? Ja. Landzunge. Blitzschlag haben wir hergestellt. Ah, wie viele Schwerter wir hier haben. Ah, verstärken können wir das, lol. Okay, ich dachte verkaufen. So, was haben wir hier? Goldschärpe, geht alles runter. Leider können wir nichts verstärken. Auch unsere Waffen nicht. Schade, schade, Schokolade. Aber wir haben schon mal ein neues Schwert, das ist nice. Wo waren das andere hier? Das war der Amboss. Da geht's hoch zu dem. Und wo war das mit dem Verkaufen? Wo ist Verkaufen? Da ist der Amboss. Da ist das Ding. Was ist das hier? Kein Zutritt. Auch nicht für dich. Okay. Gut. Ah, hier, ne? Götz. Clive, du bist zurück. Dir sind nicht zufällig die Tränke ausgegangen, während du weg warst, oder? Doch. Wir haben eine feine Auswahl an Tonika und Tinkturen. Oder vielleicht möchtest du neue Ausrüstung kaufen? Also ich muss sagen, die Stimme von ihm hat nun gar nicht zu dem gepasst. Muss sie jetzt überlebt oder wie? Brauchst du was? Oder hast du mich nur vermisst? Es sind 5 Jahre vergangen. Ist es wirklich schon 5 Jahre her, dass wir aus der alten Höhle weg sind? Wie die Zeit vergeht. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Wie wir damals alle auf Sids Rückkehr gewartet haben und stattdessen stand dann plötzlich Kupka und seine Schergen auf der Matte. Wir hatten kaum Zeit zu begreifen, wer sie sind. Sie haben das Versteck überrannt wie die Ratten und alles niedergemetzelt, was ihnen in die Quere kam. Überall Blut und Tote und auf einmal hörte ich diese Stimme. Sie rief nach Sid und flehte ihn an, uns zu retten. Dann ein dumpfer Schlag und die Stimme verstummte. Aber ich höre sie noch heute, wenn ich die Augen schließe. Bist du jetzt unser Anführer? Versprich mir, dass du dafür sorgst, dass so etwas nie wieder passiert. Versprich mir, dass Sid uns das nächste Mal retten wird. Komme, was wolle. Ich kann mich nicht beklagen. Der Bau hier ist um ein Vielfaches geräumiger als das alte Versteck. Ich habe meinen eigenen Laden, meine eigenen kleinen Theke. Und da ihr alle so fleißig für Gerechtigkeit kämpft, klingen bei mir praktisch pausenlos die Münzen. Das Einzige, was mich stört, ist die nerventötende Geräuschkulisse, wenn Doris und Otto gerade keinen Kommandos durch die Gegend brüllen. Hämmernde Schledorn und Baldorf, die ihre Irren um die Wette. Aber wenn ein geplatztes Trommelfell der Preis dafür ist, dass ich mich zu den Konsorten von Sid und den Geächteten zählen darf, dann nehme ich den in Kauf. Wow. Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. Ja, sei bald nicht immer so unhöflich, junge Dame. Goldschärpe ist ausverkauft. Kette ist auch alles. Ohrringe des Mediums. Die kosten auch 20.000, ne? Schwierig. Elixier, was ist das? 10.000 kostet das. Am Arsch die Heide. Können wir das verkaufen? Eigentlich schon, oder? Die Schwerter, ich weiß nicht. Bin immer so unsicher. Nein, wir verkaufen es nicht. Warst du schon bei Karons Bütchen, seit sie die neue Lieferung? Ja, war ich schon, gerade eben. Clives Zimmer. Achso, das war mein Zimmer, oder wie? Das ist mein Zimmer. Schlafe ich draußen, oder wie? Achso, nee, das hier ist mein Zimmer, oder? Was ist das dann? Band der Erinnerung. Der Schwur. Ein Kristallspieler mit 2 eingebetteten Deutschen, der an jenem Tag entstand, an dem sich Clive dem Versteck anschloss. Ein eindrucksvolles Erinnerungsstück an ein gegebenes Versprechen einer geschlossenen Freundschaft und einer hinterlassenen. Mein Gott, Vermächtnis. How sad.
No. Ach, das ist mein Zimmer hier. Okay, let's go. Aber ein großes Zimmer hier. So. Wie kommen wir denn jetzt dahin? Hier lang vielleicht? So. In der Messe, sagen hier alle, ne? Ist es da lang vielleicht? Ich bin, glaube ich, voll falsch, oder? Karte. Können wir die Karte öffnen? Nee, das war das Falsche. Karte. Wo muss ich hin? Dahin. Ah. Ich komme aber hier lang, okay. Sehr gut. Wir können uns gleich mal die neue Gegend auch anschauen. Ist ja unsere neue Heimat hier. So, hier ist das Auditorium. Einen schönen Tag, Sid. Shirley sagt, ich darf erst spielen, wenn meine Aufgaben fertig sind. Ja, ist auch richtig, junger Mann. Erst deine Aufgaben machen und dann darfst du spielen gehen. Wichtig und richtig. Haben wir sogar damals beigebracht bekommen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Auch wenn wir das nicht so mögen. Was erzählt sie uns hier? Niemand arbeitet härter als unser Otto. Oh. Du kannst ganz Stürm und Aschra ab. Vom Sklavenmarkt zu entkommen? Niemand arbeitet härter als unser Otto. Unser Otto ist der Beste. Wer ist Otto? Den werden wir jetzt wahrscheinlich kennenlernen, weil da unten steht er. Hi Otto, ich bin Sid Clive Chris, wie du möchtest. Ah, da bist du ja, Clive. Hab schon gehört, was für einen Spaß du hattest. Victor lässt grüßen. Kupka haben wir damit kein bisschen zugesetzt. Und von den Trägern, die wir gerettet haben, wollte keiner mit uns kommen. Mit einem Geächteten will wohl keiner was zu tun haben. Irgendwelche Neuigkeiten? Nichts von Bedeutung. Gav spioniert immer noch die dalmekische Armee aus. Dürfte bald wieder da sein. Alles klar. Wenn etwas ist, ich bin bei Vivian. Die verstehe, wer will. Gibt bestimmt weitaus schönere Orte zum Schmökern als ein ausgeschlachtetes Luftschiff. Und doch ist sie hier bei uns. Sie wird schon ihre Gründe haben. Wer ist Vivian? Sprich im Kartenzimmer mit Vivian. Was war das hier eigentlich? Oh, ein Dings! Als seinerzeit ein... Oh! Ein Mogri! Mir ist gerade der Name nicht eingefallen, aber ein Mogri! Hi, Vivian. Ich störe doch nicht, oder? Leben zurück? So langsam glaube ich, es steckt mehr als nur Glück dahinter, dass du dem Tod immer wieder entkommst. Das könnte ich auch über dich sagen, Vivian Neungarn. Allerdings gab es auf mein Leben bisher erst 4 Anschlagsversuche, keiner auch nur annähernd erfolgreich. Sag, was verschafft mir die Ehre? Hast du etwa Bedarf an einer meiner Lehrstunden? Ist das denn so abwegig? Also gut, beginnen wir mit der aktuellen Lage. Es ist kein Geheimnis, dass sich Eroberer und Geächtete ein Rennen um Valisthea liefern. Nun, vor allem Erstere. Doch Letztere wollen das ändern. Nicht wahr? Die Frage ist nur, wie kam es zu all dem? Lange war Sanbreks Herrschaft über den Nordosten Stürms ungebrochen. Doch mit der Ausbreitung der Fäule begannen die Ränder zu bröckeln. Das Kaiserreich musste handeln und versucht bis heute, noch fruchtbares Land auf der anderen Seite der Meerenge zu erobern. Doch Valut hat Aschra so eisern im Griff wie Odin sein Schwert. Und so wird jeder Landstrich, auf den die Kaiserlichen Fuß setzen, mit deren Blut getränkt. Kein Wunder also, dass Kaiser Silver das Kristalldominium ins Visier nahm, ein leichteres Ziel mit üppiger Ätherquelle. Vor 5 Jahren, während ihr euch an die Zerstörung des Kristalls machtet, rückte das Kaiserreich aus und unterwarf den bis dahin neutralen Stadtstaat.
Den Ort, der von sich behaupten kann, der Nabel der Welt zu sein. Aus strategischer Sicht ideal für ein stehendes Heer. Denn von dort rückt jeder Winkel Valisteas in greifbare Nähe. Bisher hat ein Nicht-Angriffspakt Schlimmeres verhindert. Doch sollte Sanbrek ihn offenkundig brechen, wird die Welt nicht lange zögern, es dem Aggressor gleich zu tun. Die Kaiserlichen, die Republik Dalmekia, das Königreich von Valut und nicht zu vergessen die Eisernen. Wer wird am Ende noch stehen, wenn der letzte Tropfen Blut fällt? Du kommst aus Dichasia. Sorgst du dich darum? Ach, der Himmel war schon immer dunkel über dem Dominium. Und doch, trotz allem, bestand es weiter. Und das wird es auch tun, wenn dieser Sturm vorbeigezogen ist. So, natürlich musst du für die Lektion bezahlen. Du musst nur einen Botengang für mich ausführen, dann sind wir quitt. Na gut. Was soll ich tun? Bring dieses Buch zu Harpo ins Archiv. Sag ihm, es war adäquat. Ein Besuch bei unserem Historiker kann ohnehin nicht schaden. Auf zum Historiker. Auf. So, aber das Gute ist ja, dass wir hier anscheinend durch die, dass wir jetzt hier alle besuchen und abklappern, wir auch ein bisschen die neue Gegend hier kennenlernen. Hortense. Ist auch ein sehr weirder Name, aber Hortense auf jeden Fall. Hortense. Gibt es nicht eigentlich eine Blume, die so heißt? Hortense, oder? Das ist eine meiner Lieblingsblume. Warum heißt denn die Hortense? Also, das ist mir ja schon wieder alles komisch, ne? So. Lucan Finkenschlag. Der Herr. Herbstwind bläst, ein kalter Hauch weht über faulig Steg. Wunderschön. In unserem Heim. Wunderschön. Haben wir noch mehr Fleisch? Ja, die ist schön. Die ist nicht so penetrant, die Musik. Wisst ihr, wie ich meine? So. Zum Historiker. Oh, hier haben wir was. Mithril, ein mächtiges Metall. Mhm. Was haben wir hier? Die Sünden von... Die Sünden von... So. Simonions Schatz des Wissens, Band 11. Aber hier ist unser Historiker. Guten Tag. Verehrter Hippokrates. Also den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Manchmal vergesse ich fast, dass ich so heiße. Willkommen daheim, Clive. Wie immer, sehr erfreut. Ich bringe euch ein Buch zurück. Vivian hat es durchgelesen. Über Menschen und Götter. Was schon? Die Gute verschlingt mehr Bücher als unser kleiner Tito Honigküchlein. Wirklich beneidenswert. Leider bin ich schon etwas zu bejahrt, um in diesem Tempo Dinge zu verschlingen. Egal ob Bücher oder Kuchen. Das hat meine Recherche nach jener Kreatur an Drachenkopf jedoch nicht aufgehalten. Doch ohne Zugriff auf die großen Archive von Oriflam oder dem Dominium ist meine Suche weiterhin erfolglos geblieben. Vergibt mir. Ach, danke trotzdem. Ich werde mich etwas umhören. Vielleicht können wir euch mehr Bücher besorgen. Es sind nicht mehr Bücher, die ich brauche, sondern die richtigen. Vielleicht suchen wir an den falschen Orten. Im Norden gibt es auch Bibliotheken. Ein guter Anhaltspunkt. Vielen Dank. Nicht viele Menschen nehmen das Gerede eines alten, verschrobenen Historikers ernst.
Du bist aber anscheinend nicht so alt, um Kuponüsse zu naschen. Er hat die Taschen voll damit. Die klaut er dem Mogri. Ach ihr, wir wissen doch alle, es gibt keine Mogris. Die zwei sind wohl auf. Ja, doch sie lachen viel zu wenig für ihr Alter. Der Tod ihrer Eltern lässt sie nicht los. Nur zeigen sie es nicht. Titan hat uns allen viel genommen. Manch einem mehr als anderen. Ja. Und so tiefe Wunden brauchen viel Zeit zum Verheilen. Sorgen wir dafür, dass sie diese Zeit bekommen. Das werden wir. Doch vergesst nicht, dass auch ihr etwas Ruhe benötigt. Erholt euch. Danke. Gelf ist bald zurück. Ich sollte mich ein wenig ausruhen. Ab ins Zimmer. Wie sich das anhört, ab ins Zimmer so. Oh. Gerade erst zurück und schon löst du wieder überall Probleme. Steht dir gut. Die Narbe passt zum Rest. Ich hatte dieses Mal schon so lange, dass ich vergessen hatte, wie es sich ohne lebt. Wie es sich anfühlt, ich selbst zu sein. Das verdanke ich nur dir, Taya. Der Dank gebührt meinem Skalpell. Ah, und übrigens, ein Bote hat einen Brief von Gav gebracht. Er liegt auf deinem Tisch. Warum kein Stolas? Na gut, ich sehe gleich nach. Und dann ruhst du dich aus. Wer war sie denn? Warum nur hat Gav keinen Stolas geschickt? Lies Gavs Brief. Sobald der Flur gefegt ist, genehmige ich mir einen in der Versorgung. Und das Jill? Post. Berichte, Briefe und andere wichtige an Clive adressierte Schriftstücke landen bei der Post. Auf diesem Tisch in deinem Zimmer. Es kommt ständig etwas Neues rein. Sieh also immer nach, wenn du zurück ins Versteck kommst. Das Spiel der Republik. Das Dalmakeische Heer rückt bei Dicasia und San Bre vor und sogar die Steinlande Wacht wurde an der Front berufen. Ich wette, da ist was Großes im Gange. Mehr, wenn ich zurück bin. Was hat Gav geschrieben? Die Dalmeker sind auf dem Marsch. Das heißt, Randela steht unter Kupkas Schutz. Seine Garde wird uns also vorerst keinen Ärger machen. Sie ist bei ihm in der Hauptstadt. Frohe Kunde also. Mehr als das. Das ist die Chance. Darauf haben wir gewartet. Wir haben es so weit gebracht. Alles, was wir hier haben, unsere Freunde, das Versteck, ist das kein Grund zur Freude? 5 Jahre. 5 lange Jahre. Wenn ich Ifrits Kräfte erwecken könnte, hätten wir noch viel mehr erreicht. Doch irgendwas hält mich zurück, immer wenn ich nach seiner Macht greife. Eine Esper zu beschwören, fordert einen hohen Tribut. Dein Körper weiß das nur allzu gut. Er versucht nur, dich vor dir selbst zu beschützen. Währenddessen fällt die ganze Last auf dich. Unsere Mission hat mich dazu gebracht, alles in Frage zu stellen. Aber eine Sache ist offensichtlich geworden. Die Kristalle nehmen mehr, als sie geben. Für einen kleinen vergänglichen Segen erwartet uns ein Dasein voller Schmerz, ständig Krieg, so viel Tod. Und nun? Nun rauben sie uns unsere Heimat. Und uns bleiben nur Staub und Asche. Doch du willst das ändern. Und ich will das auch. Für mich
ist das keine Last. Mag sein, aber... Wir sind nur hier, weil Joshua uns eine zweite Chance gegeben hat. Wir sollten das Beste aus diesem Geschenk machen. Stimmt. Er war dort. Er war wirklich dort. Er hat zu ihm gesprochen. Zu Ultima. Falls Joshua noch lebt, wird er es suchen. Dieses Ding. Ob er jemals zurückkommt? Das wird er. Und dann müssen wir bereit sein. Auf eine Welt ohne Mutterkristalle. Joshua. Der Norden ist verloren. Ich wusste, dass sie sich immer schneller ausbreitet. Aber das, dieses Ausmaß, übertrifft all meine Befürchtungen. Bald wird jeder Fußbreit Erde befallen sein. Das Ende der Welt rückt täglich näher und wir jagen hier einen Schatten. Sag, Bruder, haben wir eine Chance? Dann geh doch zu deinem Bruder. Mama. Clive, dürfte ich kurz... bitte entschuldigt, ich wollte nicht stören. Nicht doch. Wir haben nur Pläne erörtert. Was ist, Otto? Martha aus der Schenke ist verschwunden. Also komm, wenn du soweit bist. Verstanden. Ein schwarzes Omen. Ich würde aber tatsächlich hier an dieser Stelle Folge beenden. Wir haben ein bisschen die neue Gegend kennengelernt. Und jetzt beginnen wir an zu questen. Das wird sehr, 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 sehr aufregend. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt, wir müssen irgendeine Martha retten. Ich denke jetzt natürlich gerade an Martha, meine Kuh aus Story of Season. Aber hier wird es eine andere Martha sein. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Tschüss.